einen wunderschönen guten Tag auf meinem YouTube-Kanal. Ich hatte jetzt ein paar Restdays hinter mir und eigentlich habe ich heute frei, was ich trainiere. Ich denke mal, ich fange mit meinem neuen Pull-Training an. Dadurch, dass ich jetzt aktuell mich mehr oder weniger darauf fokussiere, dass ich primär Spaß an dem gesamten Quatsch habe, den ich hier mache. Mit Spaß soll dann der Erfolg kommen oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall soll halt das alles Hand in Hand gehen. Ja, ich habe so ein bisschen meine verkopfte Art und Weise über Bord geworfen, aber mehr dazu später. Intra-Workout haben wir auch schon hier und dann legen wir mal los. Ich fange jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal mit Bauch an. Warum mache ich den Quatsch? Ich habe eventuell ein bisschen zu starken Rückenstrecker und ein bisschen zu schwache Bauchpartie. Dementsprechend gebe ich das ein bisschen Bauch vorne weg, um meine Haltung zu verbessern. Jahrelang kein Bauchtrainieren zahlt sich jetzt aus, beziehungsweise macht sich jetzt bemerkbar. Ne? Bauch ist durch, war mal wieder schön schmerzhaft. Ja, ich weiß, das ist wichtig, ja, bla 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 bla. Nee, Bauchtraining macht einfach keinen Spaß. Punkt dann aus. Bauchtraining macht keinen Spaß. Keine Ahnung, wer sich den Scheiß ausgedacht hat. Keine Ahnung, wer den Scheiß regelmäßig macht. Ich habe da nie Bock drauf, aber ich muss das jetzt machen, weil Gesundheit und so, ne? Jetzt geht's zum angenehmen Teil des Trainings. Jetzt wird Rücken gefetzt, beziehungsweise erstmal Schultern. Dadurch, dass ich jetzt Seitheben am Pulltag mache. Aufgrund von der Tatsache, dass ich meine Brust priorisieren möchte und dadurch dann halt ein bisschen mehr Volumen frei habe am Pulltag für die Brust. Nice. Nice. Da musst du schon näher kommen und dann so seitlich einfach ein Stück weiter an die Seite. Nein, 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 du musst. Warte, pass auf. Unterleitender Winkel ist so und dann so zur Seite. Weißt du so. Warte, wenn du dich so drehst. Bodenlos. So, jetzt hast du Unterleitender Winkel. Oh und immer noch kein witziger Oberarm. Das ist ja Katastrophe. Jetzt weißt du auch, warum Brozap immer so sitzt, wenn der was erklärt. Schon ein bisschen an, bin ich ehrlich. So, nach ein paar schweren Sätzen Seitheben, also genau sein 2, gibt es noch mal ein bisschen was Leuchteres fürs Muskelgefühl. Ich bin ja generell immer ein Fan davon, mal was Schweres, mal was Leichtes zu machen. Ne? Das ist wie bei Frauen, mal eine dicke, mal eine. Verpiss dich, du! Die Leute wollen halt die Badehosen sehen, ne? Schöne Haare. Ist doch schon wieder gottlos, ich bin schon wieder dermaßen prall. Ja, ich habe auch Booster gesoffen, bla bla bla. Schon sehr nett aktuell. Erst recht, wo das jetzt mit dem Essen ein bisschen angenehmer läuft für mich. Ich habe so einen gewissen Weg aktuell für mich gefunden, der sich einfach gut mit meinem Alltag kombinieren lässt, sag ich mal so. Und das funktioniert ganz gut. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, ist im Übrigen auch in der Videobeschreibung verlinkt, wissen, Nuka Pizza und Bolognese funktioniert tatsächlich aktuell ziemlich gut und ich bin sehr, sehr froh über den Progress, den ich aktuell mache. Und wenn ihr das genaueres noch zu wissen wollt, einerseits könnt ihr auf Instagram folgen, andererseits abonniert gerne diesen YouTube-Kanal und verfolgt das weiter, dann kommen die Tage und sicher dann noch so 1, 2, 3, 4, 15 andere Videos. Ihr werdet euch eventuell jetzt fragen, was macht der Kacklappen Seitheben am Pulltag? Hat den einfachen Hintergrund, ihr habt gehört, ich wollte meinen Trainingsplan so ein bisschen umstrukturieren und meine Schwächen ausbessern. Und Seitheben, also die seitliche Schulter, ist sowohl beim Push als auch beim Pulltag identisch viel drin. Wenn man jetzt hintere Schulter macht oder allgemein etwas für den Rücken, so was, besonders was von unten kommt, dann arbeitet die seitliche Schulter immer mit. Das ist genauso wie beim Schulterdrücken macht, da arbeitet sie auch mit. Dementsprechend kann man sich aussuchen, wo man Seitheben reinschmeißt. Mein alter Coach Chang hat das auch immer am Pulltag mit reingepackt. Das funktioniert für mich einfach ganz gut. Dementsprechend mache ich jetzt aktuell vorneweg Seitheben vor meinem Pulltag. Vielleicht, dass mein Rücken schon enorm gut ist, ne? Muss ich den nicht weiter knechten, sondern ich versuche aktuell Fokus darauf zu legen, dass meine Schultern dicker werden, meine Arme dicker werden, dass meine Brust dicker wird, zumindest am Oberkörper. Die Beine müssen generell mal wieder auf ein vernünftiges Level kommen. Ne? Ich habe Eindringlinge gefunden in meinem Studio. Was macht ihr in meinem Studio? Ich trainiere mit Video. Also erstmal, ich bin hier der einzig Dünne. Bro, nee. Zweitens, ich bin hier der einzig schlechte Influencer. Bro, nee. Drittens, ich bin der Einzige, der hier Stoff hat und allen sagt, er ist Nettie. Ja. Wenigstens reagiert William auf dich. Ja. Ja. Und ja, ihr wollt nicht wissen, wie viel Geld ich dafür William gebe. Williams Community ist schon ziemlich gut im Trollen. Also, ja, definitiv. Also guck mal, William reagiert auf eins meiner Videos und original, das Video ist 6 Wochen alt. William reagiert darauf und ich habe 15 Hate-Kommentare auf einmal darunter. Die Leute kommen einfach aus seinem Stream in mein Video rein. Um zu haten. Klicken das an, schreiben einen Hate-Kommentar und verpissen sich. Nicht mal Watchtime, nicht? Nein, gar nichts. Gar nichts. Einfach nur Hate. So, das ist halt das Geile. Ich sehe, William hat ein neues Video hochgeladen. Ich gucke bei mir die Insights rein. 5 neue Kommentare, alle nur Müll. So.
Nachdem wir das einmal ein bisschen in den Latt bearbeitet haben, bearbeiten wir jetzt weiter in den Latt an einer sehr, sehr geilen Maschine, die sehr, sehr viele Leute feiern und die es nicht in vielen Studios gibt, aber ihr kennt sie. Kennt sie höchstwahrscheinlich, wenn ihr Bodybuilding begeistert seid. Die Zeit, dass ich mit dem Training fertig werde. Stümpel aktuell ganz viel rum. Also, gefühlt. Ich bin, glaube ich, seit einer Stunde hier, aber ihr kennt das. Man ist im Training und irgendwie zieht sich die Zeit. Training ist damit durch. Es gibt jetzt hier mein wunderschönes Post-Workout, 100 Gramm Rice Krispies, bisschen Whey, bisschen Wasser, Gönnung oder so ähnlich. Whey mit Wasser ist nie geil, aber es sorgt für einen ordentlichen Insulinausstoß. Und Insulinausstoß nach dem Training ist immer gut, um Muskeln aufzubauen. Generell nach dem Training ein paar Kohlenhydrate, bisschen Eiweiß, damit seid ihr im Regelfall top versorgt. Und das sorgt dafür, dass ihr gut Muskeln aufbaut. Ich habe gerade schon viel Quatsch mit den Jungs im Training gelabert. Aber gut, ich denke mal, William weiß das eh zu nehmen und auch die Leute im Stream und die gesamte Community weiß so. Man foppt sich einfach gerne, das ist ein bisschen Spaß, das ist ja Unterhaltung, das ist lustig. Ich mach das ganz gerne. Ne, William macht das ja auch ganz gerne. Von daher, für euch ist das ja auch nur Mehrwert. Deswegen nehmt das alles nicht zu ernst. William und ich sind privat ziemlich cool miteinander und von daher alles easy. Auch wenn wir beide ganz gerne dazu neigen, uns ein bisschen hops zu nehmen, ne? Ein bisschen trollen ist ja auch in Ordnung. Nach dem gesamten Rumgealbere mache ich mich jetzt auf den Heimweg und dann quatschen wir mal darüber, warum es jetzt aktuell wieder bei mir läuft und dann schlagen wir mal ein bisschen einen ernsteren Ton an, ne? Muss ja auch mal wieder sein. So, für mich geht's jetzt nach Hause, dann gibt's mal eine nächste Mahlzeit. Dann sind wir dem Ziel von den 4000 Kalorien schon ein ganzes Stückchen näher, ne? Und die bekomme ich auch aktuell sehr, sehr gut rein, aber dazu gleich mehr. Und dann kommen wir jetzt mal zur Thematik, warum das aktuell gerade tatsächlich so was aufbauen und so angeht, wieder bei mir ganz gut läuft. Der Christian Küß und der Juri Beuger, aka Pascal Su, aka der Powerlifter aus YouTube, haben das letztens in ihrer Story sowohl als auch in ihrem Beitrag mal erwähnt, so mehr oder weniger unter dem Motto, nimm den Scheiß nicht zu ernst. Da ist mir aufgefallen, ja, ich habe vorher den Scheiß viel zu ernst genommen. Ich habe viel zu verkopft daran gearbeitet. Christian hat so schön gesagt, so integriere Bodybuilding in dein Leben, nicht dein Leben in Bodybuilding. Das habe ich jetzt angefangen zu tun. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, wie ich Bodybuilding mit meinem Leben, so wie ich es leben möchte, kombiniert bekomme. Das funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Ich mache mir nicht mehr so viel Stress. Wenn es darum geht, um zum Training zu kommen, ich mache mir nicht mehr so viel Stress, wenn es um meine Ernährung geht, sondern ja, ich habe eine Routine aufgebaut, die für mich funktioniert. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch allen geben kann, wenn ihr erfolgreich im Bodybuilding sein wollt, wenn ihr erfolgreich Muskulatur aufbauen wollt, wenn ihr erfolgreich eine Diät machen wollt, baut eine Routine auf, die für euch gut funktioniert und die sich für euch nicht belastend anfühlt. Ich habe das Anfang diesen Jahres schon mal gemacht und da sah ich schon richtig, richtig gut aus, ne? Gefolgt dann halt von der TRT über den Sommer mit dem kompletten Umzugsstress und so weiter und so fort. Ich habe natürlich ein bisschen Muskulatur abgebaut, aber ich möchte diese Form schlagen und so wie es aktuell aussieht, bekomme ich das auch hin. Und das mit einer viel größeren Leichtigkeit dabei als zu dem Zeitpunkt. Ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, um so auszusehen, mein Leben ziemlich krass beschnitten. Ich habe meine Sozialkontakte ziemlich krass beschnitten. Ich habe sehr, sehr viel aufopfern müssen fürs Bodybuilding. Das war eine Zeit lang cool. Ich habe voll den Bodybuilding-Autismus gelebt und das hat auch Spaß gemacht. Aber das ist nichts, was ich über Jahre durchführen kann. Aber so wie ich es aktuell mache, in meiner Ernährung aktuell mache, mit meinem Training aktuell mache, so kann ich es durchführen. Deswegen trainiere ich aktuell wieder klassisches Push-Pull-Beine, weil das für mich der Split ist, der für mich am meisten Spaß macht. Und ich versuche aktuell meine Arme übers Volumen zum Wachsen zu bekommen und nicht über den einzelnen Armtag. Mal gucken, wie das aufgeht, aber das werden wir ja innerhalb von den nächsten 12 Wochen sehen. Das war das erste Thema, was ich mit euch so ein bisschen bequatschen wollte, nach dem kompletten Unsinn, den wir heute gelabert haben. Ich hoffe, euch hat dieses YouTube-Video gefallen. Abonniert mich gerne, wenn euch so etwas gefallen hat. Hier werden in Zukunft noch viele geile Projekte verwirklicht werden. Lasst gerne ein Abo, lasst gerne ein Like da, folgt mir gerne auf Instagram und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Vergesst die ESN-Aktion nicht und ich wünsche euch einen angenehmen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Feiertag, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.